Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute sehen Sie die 8. Folge unseres 16-teiligen englischen Fernsehkrimis Die zwei Cousinen. Zunächst eine kurze Übersicht über den Handlungsablauf der bisher gesendeten 7 Folgen. Auf dem Landsitz North Cofflestone Hall von Lost and Maidenhead befinden sich außer dem jüngsten Sohn Meredith auch die Cousinen Priscilla und Gwyneth Mosley aus den benachbarten Ortschaften Nether Edelthorpe und Lily Frillen. Ferner ein Onkel von Lady Hester Fortitude, der 79-jährige Jasper Philiston, dessen Besitz Thrompton Castle zurzeit an Lord Mosley Foden, einen Tänzer von Priscilla und Gwyneth Mosley, vermietet ist. Gwyneth Mosley hatte für Lord Hesketh Fortescue in Nether Edelthorpe einen Schlitz gesorgt, ihn aber bei Lord Mosley Foden in Thrompton Castle liegen lassen. Lady Hesketh Fortescue verdächtigt ihren Gatten, das letzte Wochenende mit Priscilla Mosley in Wilhelmina verbracht zu haben. Gleichzeitig findet Meredith Hesketh Fortescue auf einer Kutschfahrt mit Jasper Featherston von Middleton nach North Stone Hall in Thrompton Castle den Schlitz aus Never Ever Thought. Nach einer dramatischen Auseinandersetzung zwischen Lady Hesketh Fortescue und Mr. Mosworth in North Cofflestone Hall eilt Gwyneth Mosworth nach dem 2 Meilen entfernten South Coastie, um ihre Tanten Emily Mosworth und Lucinda Sepper Sprint aufzusuchen. Diese sind jedoch nach North Thurston zu ihrem Schwager Thomas Patcham gefahren, der als Gärtner in Thrompton Castle bei Lord Mosworth Roten arbeitet. Mosworth fährt nach North Cofflestone Hall zurück, aber nicht über Middle Elbow, sondern über North Thurston, Thrompton Castle, Middle Frillen und Nether Elbow. Dort trifft die Priscilla Mosworth, die mit Lord Mosworth Orton noch nach. Von Nether.